Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von A Plague Tale Requiem. Also, wir wollen jetzt mal hier in das Dorf latschen. Ich meine, das ist wirklich eine hübsche Insel, was man so besitzt. Willkommen! Diese Straße führt zum Markt. Es gibt dort viel zu sehen. Dann schnell hin, los! Ja! Na, ja, also, hübsch ist es hier. Hey, wartet kurz. Ich habe von diesem Traum gehört. Und, naja, ich würde gerne helfen, aber dazu muss ich wissen, wonach ihr sucht. Na gut. Also, es ist, ein bisschen seltsam. Aber erzähl du, Hugo. Ja, in meinem Traum bin ich am Strand aufgewacht. Ich war krank und hatte große Angst. Aber dann bin ich einem großen Vogel gefolgt. Ich dachte, ich sterbe. Der Vogel hat mir Wasser gezeigt, das mich gesund gemacht hat. Und da war ein großer Baum. Und dann wache ich immer auf. Gut. Also, Vogel, Baum und Wasser. Könnte überall sein, aber wohl besser als nichts. Wir können auf dem Markt fragen. Los. Ja, also ich trau dem Anno. Ich trau den einfach nicht. Ich weiß nicht, aber ich trau dem einfach noch nicht. Oh, das ist toll. So viele Farben und Parfums. Amicia, fragen wir die Leute nach meinem Traum? Erzähl nicht, dass es ein Traum ist. Und frag nicht zu viele Leute. Man weiß ja nie. Ja, ich frage mal. Okay, dann gehen wir ja mal im Uhrzeigersinn rum. Frisches Obst, direkt aus dem Garten unserer Mutter. Ah ja, hier. Hallo, mein Herr. Kennt ihr... Gibt es hier einen Zauberteich mit Vögeln und Bäumen? Ich bin nicht von hier, weißt du. Ich besuche nur den Markt. Habt ihr vielleicht einen Vogel? Danke, mein Herr. Gern doch. Okay. So, warte mal, wie war das jetzt? Vielleicht er hier? Du bist so taktvoll, wie du groß bist. Was? Sehen wir uns weiter um. Okay. Saftiger Schweinebraten. Wer hat Appetit? Helle Stoffe. Perfektes Gewand für die hellen Tage. Gut, dann fragen wir mal ihn hier. Hallo. Guten Tag. Kennt ihr zufällig einen Strand, an dem besondere Vögel leben? Ja, hier auf der Insel haben wir hauptsächlich Seemöwen. Keine Vögel, von denen oft geträumt wird. Ja, ich sag dir, das sind verdammte Diebe. Ich meine keine Möwe. Gehen wir. Hey, danke, mein Herr. Möge euer Tag hell sein. Ebenfalls. Der weiß gar nichts. Naja, er kennt Seemöwen. Hab Geduld, Hugo. Er ja auch nicht. So, warte mal, dann fragen wir noch mal hier hinten. Ah ja, hier. Den Farbenhain hier. Oder was auch immer das sein soll. Hallo, mein Herr. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Brauchst du Gewürze? Später vielleicht. Ach, Gewürze. Wir haben von einem Teich gehört, der Leute heilen kann. Wisst ihr, wo der ist? Keine Ahnung. Aber während der hellen Tage kann man sich auf viele Arten segnen lassen. Ah, gut zu wissen. Gibt es auf der Insel einen großen Vogel? Wir haben einige hier und da. Vielleicht siehst du sie ja. Gut, danke für eure Hilfe. Gern geschehen. Kein Teich, aber vielleicht Vögel. Ja. Okay. Oh. Dieses Jahr ist irgendwie mehr los als sonst. Ha, ich glaube, wir haben diesmal doppelt so viele Stände. Okay, dann gehen wir mal hier hinten hin. Ach, da sind wir Soldaten. Scheiße. Olivenöl, Kräuter, alles für den perfekt gedeckten Tisch. Fische, groß und frisch, direkt aus dem Hafen. Nee, mir auch nicht. Wer braucht noch Blumen zum Werfen für die Festlichkeiten? Greift zu! Okay, hier ist ein Soldat, da gehen wir mal nicht hin.
Salben! Salben gegen Blutergüsse! Zwei zum Preis von einer! Was ist da drüben? Ziegen! Willst du Hallo sagen? Ist sie lieb? Klar ist sie das. Okay. Ach, hier. Gut. Na los. Hab keine Angst. Wie heißt sie denn? Lucinda. Du bist ja nicht Lucinda. Sie liebt dich. Wirklich? Da, das war ich liebe dich auf Ziegisch. Alles in Ordnung? Sie hat mich angeschrien. Das nennt man meckern. So reden sie. Sie ist eine Ziege. Das machen die nun mal. Ist aber nicht nett. Du hast dich erschreckt, mehr nicht. Gehen wir. Danke, mein Herr. Gerne doch. Wiedersehen. Sie hat mich ehrlich gesagt auch erschreckt. Wäre keine schlechte Taktik, um den Feind abzulenken. Ich freue mich schon, dein Kampf meckern zu hören. Nächstes Mal. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück auf den Markt. Da muss noch ein paar Leute geben oder zumindest einen mit den. Wusstest du, dass Ziegen keine Vorderzähne haben? Wie ein paar meiner Männer. Ja, hier muss noch irgendjemand sein, mit dem ich reden kann. Zumindest einer. Gut, dann gehen wir doch mal hier entlang. Alles klar. Dann fragen wir uns mal durch. Gute Arbeit mit den Dekorationen. Und wir brauchen noch Leute, die uns bei den Vorbereitungen für das abendliche Festmahl helfen. Guten Tag. Hallo. Wir sind neu hier und haben von einem Strand gehört. Mit einem Teich, ganz in der Nähe. Sehr speziell. Fällt euch was ein? Tut mir leid, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Da ist auch ein großer Baum. Tja, davon haben wir viele. Oben auf dem Plateau wachsen einige. Trotzdem danke. Natürlich. Hey. Warum wissen die nicht? Träume sind Geschichten der Seele, Winzling. Nicht von dieser Welt. Wir fragen weiter. Die Tänzer und Musikanten sind eingetroffen. Die Festlichkeiten werden gleich beginnen. Kommt! Komm, ich kann's kaum erwarten. Oh, Amicia, können wir auch dahin? Klar, klingt nett. Okay. Was ist mit den Soldaten des Grafen hier? Die sehen ziemlich entspannt aus. Anderer Hauptmann, andere Männer, anderes Land. Kein Grund zur Sorge. Gut. Ich hoffe, es gibt einen Drachenmann. Den würde ich auch gerne sehen. Gut. Ja, kann man mit niemandem reden. Gut, dann gehen wir mal. Ja, gehen wir jetzt denn hier oben oder hier runter? Ach, gehen wir mal hier runter. Ein Spiel mit Geschick. Wagt einen Blick. Oh, ein Spiel. Das schauen wir uns an. Kostenlos. Es spielt euch die Aufmerksamkeit des Sohnes der Glutasche. Guten Tag. Können wir spielen? Sicher doch. Wirf einfach durch jeden Kranz einen Topf. Wenn du keine Töpfe mehr hast, ist das Spiel vorbei. Wirf nie zweimal auf denselben Kranz. Alles klar? Okay. Gut, das will ich mal versuchen. Du gewinnst. Wenn nicht, bist du bei mir unten durch. Psst, muss mich konzentrieren. Ja! Ja. Bah, ich bin stolz auf dich. Anno. Guter Anfang. Ja, weiter so. Zeig's diesen Kränzen. Volltreffer. Ja, beeindruckend.
Ach. Mist. Oh, ganz schlecht. Danke. Aber auch nicht gut. Gut gemacht. Hör nicht auf ihn. Naja, schauen wir uns weiter um. Okay, gut. Okay, hier ist jetzt nichts weiter, was man machen kann oder mit jemandem sprechen. Dann müssen wir eben halt jetzt hier oben entlang. Das war nicht in meinem Traum. Aber es ist toll hier. Es ist alles so traumhaft, ja. Inseln können nette kleine Oasen sein, aber sie sind zerbrechlich. Oh, nicht so trübselig. Mali, hier ist es echt schön. Ganz ehrlich, hier ist es echt schön. Wirklich. Gesang! Sie sind da, die fangen sicher gleich an. Bitte, bleib im Rhythmus, Lucy. Keine Improvisation, ja? Ich singe für den Sohn der Glutasche und er braucht Energie. Aber nicht so viel. Also schön, aufgepasst, bald geht's los. Los, schneller. Letztes Jahr war grandios, ob Sie das übertreffen können? Naja, Sie haben monatelang geübt. Ich hoffe, Sie kommen wieder über den Hauptplatz. Das ist Folge der beste der Parade. Teil. Was ist denn der Sohn der Glutasche? Offenbar eine örtliche Gottheit. Auf dem Festland wird Saint-Jean gefeiert, die Sommersonnenwende. Es geht also um Fruchtbarkeit und Wohlstand. Kann er zaubern? Er ist ein Gott, ein Heidengott. Ein friedlicher? Ja. Nee, mit ihm kann ich hier auch nicht reden. Gut, dann laufen wir jetzt einfach mal der Parade hinterher. Wo auch immer die längst läuft. Warte mal, wo kommen wir denn ja hier hin? Ach, hier kommen wir nicht weiter. Schade. Oh, Tänzer! Amicia, Tänzer! Das sehe ich. Kannst du diesen Tanz, Anno? Sehe ich so aus? Man weiß ja nie. Ich will dich tanzen sehen. Du bist 30 Jahre zu spät, Kleiner. Dann stell ich's mir vor. Der Marsch der Hingabe hat begonnen. Die Prozession kommt. Schnell, Amicia. Gesegnet sei der Sohn der Glutasche. Gesegnet sie sind hier. Die Mutter. Hallo. Oh, hallo. Gerade rechtzeitig. Wow. Na, möchtet ihr sie vielleicht mit Blumen segnen? Einfach auf sie werfen? Genau. Also so, preiset den Sohn. Warte, ich segne auch die Tänzer. Hugo, ihr seid alle gesegnet. Oh je. Fertig. Vielen Dank. Tut mir leid. Ach, muss es nicht. Er ist seinem Herzen gefolgt. Jetzt sind sie viele Jahre lang gesegnet. Du bist eine Wucht, Kleiner. Folgen wir der Parade. Klar, stiften wir woanders ein bisschen Chaos. Ich finde Segnen toll. Tja, warum wohl? Sie sind da oben. Schnell, schnell. Ganz ruhig, wir holen sie schon ein. Und hier gibt es zum Glück keine... Schau mal, man sieht unser Boot. Ich wünschte, Sophia wäre hier. Sie kommt sicher. Für ein Bier ist sie immer zu haben. Komm, sonst verpassen wir die Sänger. Zum Glück gibt es hier zumindest noch keine Ratten. Gesegnet sei die Mutter! Die Mutter wird gesegnet gleich sprechen! Gesegnet sei die Mutter! Siehst du die vielen Leute? Was ist hier los? Wo ist sie? Sie sollte längst hier sein. Verzeiht, mein Herr. Nun gut. Ja. Ihr alle kennt mich. Ich bin kein Mann großer Worte. Emilie, eure Priesterin, wird bald hier sein. Sie wird die hellen Tage mit wunderbaren Worten eröffnen. Mit den Worten einer Mutter. Der Mutter des Sohnes der Glutasche. Jener Sohn, was? Der dieses heilige Land vor verseuchten Ratten und Krieg bewahrt. Vor Ratten?
Nein, halt! Was tust du da? Weil es der Graf ist, Amicia. Unsere Abmachung. Ruf deine Ratten. Warte, was? Das war die Abmachung? Du hast mich also gerettet, damit er den Grafen für dich tötet? Ihr habt überlebt. Das hat seinen Preis. Nein. Man darf ein Kind nicht so für sich ausnutzen und das dann eine Abmachung nennen, Anno. Wir sind seinetwegen hier. Du wirst das nicht ruinieren. Scheiß drauf, ich brauche euch nicht. Nein! Anno! Ich wusste es. Diesmal werde ich treffen. Der Kerl gehört mir! Holt das Mädchen! Nein! Ah. Nein! Das ist nicht unser Kampf! Lauf! Ja. Schnapp sie! Das Mädchen lauf! Aber Anno! Zur Hölle mit ihm! Gott verdammt! Was ist hier los? Halt! Schnell! Nein, nein! Ich wusste doch, dass man den Typen nicht trauen kann. Ich hab's gewusst. Ich hätte es kommen sehen müssen. Deshalb kann man anderen nicht trauen, Hugo. Nichts bleibt für uns gut. Alles wird immer schlecht. Immer. Warum? Wir gehen zurück. Es ist zu spät. Nein. Die Dinge sind nicht immer gut, aber wir können das ändern. Wie? So wie wir es immer tun. Wir kämpfen. Wir halten Anno auf, bevor Schlimmeres geschieht. Wir retten deinen Traum. Wir müssen zurück, und zwar möglichst diskret. Okay, gut, dann wollen wir mal. Und wenn Anno tot ist oder den Grafen getötet hat? Dann sehen wir weiter. Denk dran. Wir schaffen das? Zur Hölle, ja. Da oben ist eine Truhe, die würde ich gerne ablieten. Wie man da oben ist, dass man hinkommt. Hoch, wir sind in einem Stall, hier muss doch was sein. Ja, hier ist eine Werkbank, aber ich glaube, ich habe nicht genügend. Gut, dann an die Arbeit. Ne, hab nicht genügend. Gleich vergessen. Ja, wie kommt man jetzt da hoch? Die Tür, dahinter müsste doch der Platz sein. Ja, aber ich möchte jetzt erst einmal versuchen, da oben hinzukommen. Rüber mit dir. Ich möchte gerne an die Truhe ran. Kann ich vielleicht den Wagen hier benutzen? Irgendwie? Nee. Irgendwie muss man doch da oben hinkommen können. Oder hier ein Fass oder so. Oder hier den Hocker. Vielleicht den Esel oder... Nee. So, wie komme ich jetzt da oben hin? Wie komme ich da an die Truhe jetzt ran? Okay, gut, daneben nicht. Ne? Ist hier vielleicht irgendwie eine Tür? Kommt hier vielleicht irgendwie. Zusammen! Versperrt! Oh, ach, hier hätte es so einen Karren, den ich schieben kann. An dem komme ich da hoch. Ich muss es nur zusehen, wie ich die. Amicia! Der Karren hinter der Tür. Ja, ja. Vielleicht kommen wir da ran. Ja, aber wie?
bloß auf. Ich weiß, keine Angst. Ach, da ist ein Loch in der Mauer. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Ah, okay, Hugo? Gut. Ich öffne jetzt die Tür. Geh einen Schritt zurück. Hier, schieb den Karren zurecht. Warte mal, ist hier vielleicht auch noch mal irgendein... Ah ja, da ist noch eine Kiste, die man... Da greife ich doch glatt mal rein. Eigentlich angegriffen. Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Na, da muss mehr passiert sein als unser blödes Holzschild. Kletter hoch. Komm, hoch mit dir. Alles klar. Gut, jetzt Vorsicht. Was haben wir denn hier? Wie viel Harz? 16 Stück. Na wunderbar. So, wie geht's hier entlang? Schnell! Der Graf wird angegriffen! Geh, ich halte Ausschau nach den anderen. Komm, wir folgen ihm. Okay. Hab ich euch? Nein, nein! Beeil dich! Runter! Die anderen sind weg, aber mein Vogel ist so gut wie drei Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Kannst du ihn aufhalten? Er ist zu schnell. Der würde mich erwischen. Wir müssen den Falken ablenken. Ich versuche ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Der Falke wird schnell auf Sicht und Geräusche. Bleib so oft wie möglich in Deckung und lenke ihn mit deinen Werkzeugen und Objekten aus deiner Umgebung ab. Okay. Okay. Los jetzt, in Deckung! Ach, flieg! Ja, jetzt ist die große Frage. Wo muss ich hin? Ich vermute mal, da drüben ist die Tür da. Der Vogel ist böse. Aber du bleib einfach bei mir, dann wird alles gut. Okay, das ist eine Feuerschale. Okay, aber wofür soll ich jetzt die Feuerschale da mal anmachen? Irgendwann macht ihr einen Fehler. Mit Sicherheit.
Ja, mit Sicherheit, ja, danke. Ja, jetzt habe ich die erstmal angemacht. Ich weiß zwar nicht, wofür und warum man das machen sollte, aber ich mache das mal an. Ach, die Stimme hier von dem Typen. Der deutsche Sprecher. Ja, ja, jetzt erkenne ich die Stimme. Das ist der von Jacob Taylor aus Mass Effect 2 und 3. What? What? Ach so, sobald ich mich dahinter verstecke, wo ich rüberspringen kann, sieht er mich und greift dann gleich an. Okay, gut. Das wusste ich nicht. Rüber mit dir. Er ist so schnell. Ein Fehler und wir sind dran. Ja, okay, gut. Dann. Bring mir Ihre Augen! Da! Ich weiß, dass ihr hier seid! Ja, bla bla bla. Da, Angriff! Das darf nicht der Vogel aus meinem Traum sein. Ist er nicht? Wir finden deinen Vogel. Okay. Angriff! Na los! Ja, wir sind da! Weg hier! Hey, kusch, kusch! Oh, geschafft! Oh, das war knapp, aber geschafft! Der Vogel war schlimm! Und wo ist Anno verflucht? Ich beende jetzt hier den Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen ab und seid das Signal wieder dabei. Bye, bye!